Ah, das war jetzt wichtig von der Dane, der Sprung war wichtig. Kann Carina Vogt noch einmal nachlegen? Die hat jetzt hintereinander drei perfekte Bewerbssprünge hier auf dieser Schanze runtergebracht, im Einzel und im ersten Durchgang. Und auch im zweiten ist er wieder top, ja, der Sprung. Blitz, und Blitz sauber, wunderschöne Landung. Mehr kann sie nicht machen als Grundlage für den weiteren Erfolg. Für sie und in dem Fall auch für Deutschland. 95 Meter, wieder klare Höchstweite in dieser Gruppe. Baut einmal den Vorsprung wieder aus, ja. Holt wieder ein paar Punkte raus. Ah, die ist einfach gut drauf, muss man ehrlich sagen. Formkurve bei Carina Vogt am Höhepunkt. Vorsprung auf Österreich 27,2 Punkte.